Wow. Was für ein Song, was für eine Aussage. Weißt du das, bist du dir das bewusst? Das Kreuz von Jesus Christus hat alles für immer verändert. Ich konnte gestern, habe ich ein Telefonat gehabt mit jemandem, der eine Reportage macht, und wie jemandem bei uns in der Gemeinde, und ich fand das so spannend, sie hat gesagt, über die Veränderung, weil ich habe die junge Dame vorher gekannt, bevor sie gläubig war, und jetzt, und die machen ein Filmprojekt, und dann hat sie mir Fragen gestellt darüber, ihr sprecht vom Vater, ihr sprecht von Jesus, gibt es einen Unterschied, warum machen die einen so, die anderen so? Er hat gesagt, weißt du, das Kreuz von Jesus hat alles verändert. Und erst wenn wir das Kreuz von Jesus verstehen, verstehen wir, was da geschehen ist. Was für ein Shift, was für eine Veränderung, wie sich die ganze Zukunftsperspektive von allen Menschen verändert hat für immer, für die Ewigkeit. Nicht für ein paar Jahre, nicht für ein paar Jahre hier auf Erden, auch nicht nur für die Ewigkeit, sondern ab dem, was Jesus getan hat am Kreuz, hatte alles sich verändert. Und in dem Moment, wo du Ja gesagt hast zu Jesus, wo du ihn eingeladen hast in dein Leben, hat sich für dich alles verändert. Für immer. Von dem Moment an. Du musst dann nicht warten und sagen, okay, ich freue mich, wenn ich in den Himmel komme. Also wir freuen, ich hoffe, du freust dich, weil der ist genial. Aber du kannst jetzt schon sagen, jetzt schon kommt der Himmel auf Erden. Er kommt in mich hinein. Und ich liebe dieses Thema, was Gott uns gegeben hat für dieses Jahr, über die Ehre und die Herrlichkeit unseres Gottes. Und ich möchte dir etwas sagen, das ist mir so extrem wichtig. Es geht uns in diesen 5 Sonntagen und vielleicht auch später nicht darum, dass du möglichst viel weißt über die Herrlichkeit Gottes. Sondern es geht uns darum, dass du Erkenntnis hast darüber. Und dass diese Erkenntnis aber nicht etwas Wunderbares bleibt, was dein Herz bewegt, sondern dass du hineintauchst in das, was Gott für dich vorbereitet hat. Dass du hineintauchst in diesen Ozean der Herrlichkeit Gottes. Das ist unser Wunsch und unser Gebet für dich. Und Dave hat heute etwas zu uns gesagt, im Voraus hat gesagt, ich habe so den Eindruck, Gott möchte nicht irgendwann, Gott will jetzt etwas tun in deinem Leben. Gott will jetzt heilen. Gott möchte es jetzt tun. Und sieh, es hat so viel zu tun mit deiner Erwartung, die du hast. Erwarte es jetzt. Weißt du, unser Gebet ist schon lange. Ich habe auch gestern genau dafür gebetet. Ich habe zu Dave gesagt, das war genau mein Gebet gestern Nacht. Und es ist unser Gebet schon seit vielen Jahren, dass das passiert in unserer Gemeinde, dass die Herrlichkeit Gottes so in einem Übermaß da ist, dass du plötzlich beim Amen von der Predigt denkst, irgendwas hat sich an meinem Körper verändert. Ich fühle mich irgendwie fitter. Ich kann es nicht erklären. Oder du sagst, boah, mein Ohrenschmerz ist weg. Oder was immer das es war. Weißt du, wir haben das alle schon erlebt. Erwarte es. Setz deine Erwartung nicht auf uns. Setz deine Erwartung nicht auf die Kirche. Setz deine Erwartung nicht auf die Leiter. Wir können gar nichts. Setz deine Erwartung auf ihn. Schau auf sein Kreuz, denn es ist ein mächtiges Kreuz. Es ist das mächtige Kreuz. Amen. Manchmal, habt ihr vielleicht festgestellt, im Sommer habe ich dieses grüne Ding an meinem Arm. Wisst ihr, was da drauf steht? Michi findet solche Dinge nicht cool. Vor allem sind sie veraltet, da steht 2017 drauf. Zadar 2017. Ja, ich war seit dann nicht mehr in Kroatien. Und das ist so ein wunderschöner Ort. Aber auf der anderen Seite steht Glory of Grace. 2017 haben wir erlebt, wie Gott uns in etwas hineingebracht hat. Auch wenn du mir das vor 5 Jahren gesagt hast, ist noch nicht 5 Jahre her, hätte ich dir gesagt, nee, das kannst du vergessen. Der Michi und ich, wir wurden eingeladen an einer Konferenz in Zadar zu Christen aus den ganzen Balkanstaaten zu sprechen. Und der Titel von dieser Konferenz, das ist der Titel, den ich auch heute genommen habe, The Glory of Grace. Weißt du, dass in der Gnade Gottes so viel Herrlichkeit ist. Und ich habe es auf Deutsch anders übersetzt. Ich habe nicht geschrieben, die Herrlichkeit der Gnade, obwohl das natürlich die Bedeutung ist davon, sondern ich habe noch etwas dazu geschrieben. Und die Herrlichkeit des neuen Bundes. Denn der neue Bund,
ist der Bund der Gnade, der eben an diesem Kreuz durch Jesus in Kraft gesetzt wurde. Und wir waren an dieser Konferenz und dann, weißt du, du hast zwei Sessions, was soll ich da predigen, was soll ich lehren, was ist dran? Ich weiß, mit Michi, wir waren unterwegs, wir waren rechtzeitig da, das war gut, konnten diese Stadt auch ein bisschen genießen. Und dann fängst du an, schreibst dir Notizen auf und denkst, das muss ich machen, ja genau. Und dann sagt Gott irgendwann während den Vorbereitungen, lies einfach ein Kapitel der Bibel durch. Und das ist das, was ich heute mit euch machen möchte. Ich möchte heute mit euch durch ein Kapitel der Bibel durchgehen, das für mich eines der bedeutendsten geworden ist in den letzten Jahren. Und das so in unser Leben, in unsere Situationen hineinspricht und das so zu der Kirche von Jesus Christus spricht. Und ich möchte dich da einfach mitnehmen und ich hoffe, du bist so hungrig, wie Mose war. Könnt ihr euch erinnern, letzten Sonntag, Mose? Hat gesagt, show me your glory, zeig mir deine Herrlichkeit, hat er zu Gott gesagt. Weißt du, der Mose hat so einen Hunger gehabt, der hat auch Not gehabt. Der war mit diesem halsstarrigen Volk unterwegs, die waren so schwierig. Ich weiß nicht, Mose hat wie viel? 80 Tage auf dem Berg zugebracht oder noch mehr. Es wäre mit der halben Zeit hätte schon gereicht. Aber dieses halsstarrige Volk hat ihn dazu gebracht, die Tafeln zu zerbrechen. Sonst wären sie alle gestorben. Aber weißt du, Mose hat dieses Gebet, diese Bitte an Gott gesprochen, nachdem er schon so viel von der Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Das war für ihn nicht, ich will jetzt endlich mal deine Herrlichkeit sehen. Nein, das ist der gleiche Mose, hatte bereits davor auf heiligem Boden gestanden, wo Gott gesagt hat, zieh deine Schuhe aus. Wo der Dornenbusch gebrannt hat, in der Gegenwart Gottes war er. Er hat die Stimme Gottes, wie sagt man? Audibel? Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Akustisch. Wie würdest du sagen? Hörbar, genau. Er hat sie hörbar, mit den Ohren hörbar, hat er Gottes Stimme gehört. Mose hat schon die Wolken und die Feuersäule gesehen, die das Volk Israel geleitet hat. Mose sah, er war direkt dabei, an vorderster Front, wie sich das Rote Meer geteilt hat. Und das ganze Volk trockenen Fußes durch dieses Meer gegangen ist. Und er war auch dabei, als dieses Meer die ganze ägyptische Armee, die sie verfolgte, zudeckte. Und sie alle ihre Feinde ertranken. Mose war dabei. Mose sah, bevor er das gesagt hat, sah er schon, wie Wasser aus dem Felsen hinauskam, nachdem er, weiß gar nicht, ob er gesprochen hat oder geschlagen, er hat geschlagen, das erste Mal. Er sah, wie Wasser aus dem Felsen herauskam. Er sah, wie Gottes Herrlichkeit sich manifestierte vor seinen Augen. Er sah es ganz physisch. Er sah, wie der Berg Sinai, als das Volk da lagerte, eingehüllt wurde von Rauch, von Feuer, als Gott sprach. Er hörte die Schofarhörner, die plötzlich übernatürliche Schofarhörner, die immer lauter wurden, steht da dabei. Mose hat so viel von Gottes Gegenwart und Herrlichkeit schon erlebt und dieser Mose sagt, zeig mir deine Herrlichkeit. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass es uns so gut tut, wenn wir diese Haltung haben, wenn wir diesen Hunger haben. Weißt du, wir haben das immer wieder gesagt, hab einfach Hunger nach mehr von Gott. Hab Hunger nach mehr von ihm. Und genauso darfst du einen Hunger haben nach mehr von seiner Herrlichkeit. Aber ich möchte dir auch etwas sagen, was ganz wichtig ist. Ich habe gestern angefangen, ein Buch zu lesen, wo jemand über die Herrlichkeit Gottes schreibt. Er hat das so gut beschrieben. Und dann ist er irgendwo abgewichen und hat gesagt, die Herrlichkeit, die Mose gesehen hat von Gott, haben wir nicht mal ansatzweise gesehen. Und ich kann dir etwas sagen, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Und ich möchte dich heute mitnehmen auf diese Reise da hinein, um dir zu zeigen, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Wo sie in deinem Leben ist, werden wir auch nächstes Mal darüber sprechen. Wo diese Herrlichkeit ist und was sie bewirkt in unserem Leben. Und wie du sie erleben kannst, wie du sie sehen kannst, wie du sie genießen kannst. Weißt du, dass Gott will, dass du ihn genießt? Weißt du, was Gott will? Dass du seine Gegenwart in deinem Leben, die Gemeinschaft mit ihm, die Beziehung mit ihm genießt. Nicht nur, jetzt kommuniziere ich wieder mit Gott. Nein, du sollst es genießen. Er ist Gott. Du bist sein Kind.
Und das Schönste ist doch für uns, wenn wir hier auf der Erde sehen, wenn Familien funktionieren, wenn Familien herzlich miteinander umgehen, wenn du siehst, da ist so viel Liebe drin. Joseph Prince hat es kürzlich gesagt, er hat gesagt, es ist okay, wenn ein Vater seine Kinder küsst, auch wenn sie erwachsen sind, gemäß der Bibel. Ich habe das nicht versucht bei meinem Sohn. 18, gefährlich. Aber weißt du, wenn Herzlichkeit in einer Familie ist, wenn Wärme da ist, wenn Liebe sichtbar ist, dann finden wir das schön. Was denkst du, wie Gott sich die Beziehung mit dir vorstellt? Ich möchte dich ermutigen, genieße ihn. Genieße seine Gegenwart. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar war. Die Herrlichkeit Gottes war sichtbar, und zwar zum einen hat die Bibel uns gesagt, durch das Werk, er bezieht sich da im 4. Mose, glaube ich, war das, er bezieht sich darauf, als Gott Israel befreit hat aus Ägypten, sagt die Bibel, da war die, haben die Israeliten, sie haben die Herrlichkeit Gottes, sie hätten sie sehen können, sie war da. Sichtbar durch seine Taten und dann natürlich sichtbar durch sein Wesen. Gottes Herrlichkeit ist sichtbar. Und wir haben auch das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass Jesus der vollkommene Ausdruck der Herrlichkeit Gottes ist. Und ich möchte da etwas ergänzen. Auch bei Jesus war die Herrlichkeit Gottes sichtbar, und zwar in beidem. Und dazu möchte ich euch zwei Verse vorlesen. Das erste ist, die Herrlichkeit war sichtbar über ihm oder an ihm als Person. Das haben wir auch gelesen, 1. Johannes 1,14. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und im Lukas 9, Vers 32 steht, dass, da war Jesus auf diesem sogenannten Berg der Verklärung. Und da steht, Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Die haben gepennt auf diesem Berg, wo so viel geschehen ist. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Sie sahen die Herrlichkeit von Jesus Christus, die war sichtbar. Und du siehst die Herrlichkeit Gottes an den Werken von Jesus. Und da möchte ich einfach auch ein Beispiel dazu vorlesen aus Johannes 2, Vers 11. So spannend, dieses Wunder. Das ist das erste Wunder von Jesus, weißt du das? Und einigen von uns würde es gut tun, nur mal zu studieren, warum ist das erste Wunder von Jesus, worüber die Bibel berichtet, keine Heilung? Keine Totenauferstehung, sondern etwas völlig Luxuriöses, wo du sagen kannst, wie kannst du? Die waren schon besoffen und du machst Wasser zu Wein an einem Hochzeitsfest. Das erste Wunder von Jesus. Für alle die, die glauben, dass Gott nur selten und nur bei in äußersten Notfällen Wunder wirken möchte. Gott hat hier geholfen. Und da steht, und seine Herrlichkeit wurde sichtbar, als Jesus Wasser zu Wein verwandelte. Mein Vater sagt Amen, oder? Wir lieben guten Wein. Wir lieben guten Wein. So genauso wie wir den Vater sehen im Alten Testament, und ich kann etwas sagen, du siehst Jesus so viel auch im Alten Testament, du siehst die Herrlichkeit von Jesus so viel, aber das ginge heute zu weit, das aufzuzeigen. Aber da haben wir schon viel gemacht darüber. Du siehst Jesus dort auch, aber wie du den Vater siehst, du siehst seine Herrlichkeit in seinen Werken und an ihm. Genauso siehst du, als Jesus auf die Erde gekommen ist als Mensch, siehst du die Herrlichkeit Gottes über ihm und in dem, was er tut. Seid ihr bereit, ein bisschen in die Bibel hineinzutauchen? In eines meiner Lieblingskapitel. Ich lese es, glaube ich, hier vorne vor. Fangen wir einfach an. Im 2. Korinther 3. Ab Vers 1. Da steht, fangen wir jetzt wieder an, uns selbst zu empfehlen. Also in den ersten zwei Kapiteln spricht der Paulus so ein bisschen über seinen Dienst und auch über die Schwierigkeiten in seinem Dienst und dass gewisse Leute ihn nicht so mögen und so weiter oder kritisieren. Und jetzt sagt er, fangen wir jetzt wieder an, uns selbst zu empfehlen. Oder haben wir es wie so manche andere nötig, euch Empfehlungsbriefe vorzulegen oder uns Empfehlungsbriefe von euch ausstellen zu lassen? Weiter. Ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief. Das ist übrigens auch an dich geschrieben. Du selbst bist ein Empfehlungsbrief. Geschrieben in unsere Herzen ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat. Du bist ein Brief, den Christus selbst verfasst hat.
und der durch unseren Dienst, sagt der Paulus, zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Oh, dieses Kapitel ist so wichtig für uns. Du hast nicht mehr dieses steinerne Herz. Du hast nicht mehr diese Steintafeln, auf die die Gebote geschrieben wurden, sondern du hast den Geist und hast ein neues Herz. Und dieses und Gott nennt, das ist ein Brief, geschrieben mit dem Geist Gottes. Du bist ein Brief, geschrieben mit dem Geist Gottes. Gehen wir weiter. Wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Der Paulus macht etwas so Gutes, er weist weg von sich und sagt, es geht nicht um mich, es geht nicht um meinen Dienst, es geht um ihn, um Christus. Das Beste, was du sein kannst in deinem Leben, ist ein Wegweiser auf Christus hin. Dass Menschen, wenn sie dich sehen, Jesus sehen. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Amen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Und je mehr wir das erkennen, desto mehr wird Gottes Kraft sichtbar an uns. Weiter, er hat uns fähig gemacht. Und das ist so ein wichtiger Vers für uns Christen in dieser Zeit. Gott hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Da steht nicht, dass Gott dich fähig gemacht hat, Diener des alten Bundes zu sein. Ganz, ganz wichtig. Für die, die gerne mischen, Gnade ist schon gut, aber Gott hat dich fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Alte Bund, dafür stehen Steintafeln mit ganz klaren Vorgaben, die du zu erfüllen hast. Der neue Bund ist gegründet auf das Wirken von Gottes Geist. Und dann sagt er, denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. In diesem Kapitel vergleicht Paulus zwei Dinge und er möchte uns etwas zeigen. Bitte sei voll dabei. Kannst du weitergehen? Dann kommt, nun wurde Gottes Herrlichkeit ja schon bei dem Dienst sichtbar, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war und der zum Tod führte. Ich glaube, da gibt es keine Fragen, oder? Der Bund oder der Dienst, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war, ist der alte Bund. Das ist das Gesetz, das Gott Mose gab für Israel. Und der Ausgang vom Gesetz war Tod. Denn kein Mensch konnte dieses Gesetz erfüllen. Denn wenn du es erfüllen willst, musst du es in seiner Ganzheit immer erfüllen. Die Israeliten konnten Mose nicht direkt anschauen. Jetzt spricht er, also Mose kommt von diesem Berg herunter. Er spricht von diesem Erlebnis, dass Mose vom Berg runter konnte und er musste eine Decke über sein Angesicht machen, weil sein Angesicht so leuchtete, weil die Herrlichkeit Gottes auf ihm glänzte, sich reflektierte. Die Israeliten konnten Mose nicht direkt anschauen. So sehr blendete sie die Herrlichkeit, die von seinem Gesicht ausstrahlte. Und dabei, und das ist ganz wichtig, dass du dir diesen Teil merkst, und dabei war das doch ein Glanz, der wieder verging. Siehst du, der alte Bund hatte Herrlichkeit, da war Gottes Herrlichkeit drauf. Weißt du warum? Weil Gott hat diesen Bund gegeben. Gott hat es geschrieben, Gott hat es gegeben. Aber hier sagt Gott etwas, die Herrlichkeit auf dem alten Bund war vergänglich. Da gab es Herrlichkeit. Oh ja, aber sie war vergänglich. So wichtig, dass wir das verstehen. Kannst du weitergehen? Muss sich dann bei dem Dienst, der vom Geist Gottes bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit nicht in noch viel größerem
Maß zeigen. So, er spricht hier von zwei Diensten und er vergleicht die miteinander. Der Dienst des Gesetzes, der Dienst des Geistes. Muss, wenn schon auf dem alten Bund so viel Herrlichkeit war, auf dem neuen nicht noch viel mehr Herrlichkeit drauf sein, fragte Paulus hier. Sichtbar sein, sich zeigen. Weiter. Wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führte, denn das war der Ausgang, die Konsequenz des Gesetzes. In der Schlachterübersetzung steht, der Dienst der Verdammnis. Wenn schon dieser Dienst von Herrlichkeit erfüllt war, und jetzt, wir müssen es genau nehmen, wie viel mehr, Church, wie viel mehr wird der Dienst der was? Der Gerechtigkeit. Kleine Abweichung, zwei Kapitel später. 2. Korinther 5, denn wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Weißt du warum? Weil Christus am Kreuz deine Ungerechtigkeit auf sich genommen hat und dich beschenkt und bekleidet hat mit seiner vollkommenen Gerechtigkeit. Wo waren wir? Wie viel mehr, genau, wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Paulus liebt diese Sprache, sonst lest mal den Epheserbrief durch, im Superlativ. Wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Wie viel wird der neue Bund von Herrlichkeit überfließen? Wie viel mehr Herrlichkeit wird aus dem Bund der Gnade überfließen? Amen. Gehen wir weiter. Ja, verglichen damit ist die Herrlichkeit jener alten Ordnung gar keine Herrlichkeit gewesen. Paulus macht hier einen Vergleich. Er sagt, so überwältigend ist die Herrlichkeit der neuen Ordnung. Er vergleicht und sagt, das alte hatte Herrlichkeit, sichtbare Herrlichkeit. Die Herrlichkeit war so stark, dass Moses Gesicht, ein Mensch, so stark glänzte von der Herrlichkeit Gottes, dass er ein Tuch über sein Gesicht halten musste, weil sie hätten es nicht ertragen. Das Volk hätte die Herrlichkeit in seinem Gesicht nicht ertragen können. Und dann sagt er, im Vergleich zu dieser neuen Herrlichkeit, im Vergleich zu der Herrlichkeit des neuen Dienstes, des neuen Bundes, des Dienstes der Gerechtigkeit, hat diese alte Gerechtigkeit, ist sie gar keine Herrlichkeit, die Herrlichkeit von dem alten Bund ist gar keine Herrlichkeit gewesen. Also kannst du dir vorstellen, vergleichen ist meistens schlecht. Wenn es um dein Leben geht und du dich mit anderen Menschen vergleichst, mit Diensten vergleichst, weiß ich nicht was, vergleichst mit dem, wo du heute stehen sollst, aber nicht bist und so weiter, ist Vergleichen nicht gut. Aber hier, dieser Vergleich ist so wichtig. Er sagt, die Herrlichkeit des neuen Bundes ist so überwältigend groß, dass die Herrlichkeit des Alten so ist, wenn sie gar nicht da wäre. Und Church, es ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Was Gott uns da anvertraut hat, was Gott in uns hineingelegt hat, hat so viel Herrlichkeit. So viel Herrlichkeit. Gehen wir noch einen Vers weiter. Vers 11. Denn wenn das, was weggetan wird, das Gesetz, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Kann man es noch klarer ausdrücken? Wenn du immer noch nicht dabei bist, lies noch den Galaterbrief durch. Er wird dir helfen, es zu verstehen. Ich habe mir jetzt diesen Satz aufgeschrieben und den möchte ich dir weitergeben. Die Herrlichkeit des neuen Bundes ist unvergleichlich größer und nicht endend. Diese Herrlichkeit ist nicht nur so viel größer, dass die alte Herrlichkeit so ist, wie wenn sie gar keine Herrlichkeit mehr wäre,
sondern sie hat auch kein Ende. Und weißt du, das hat uns so beschäftigt über viele Jahre, seit wir angefangen haben, immer mehr das Ausmaß von Gottes Gnade zu entdecken, dass wir manchmal auch in der Zeit der Kirche Herrlichkeit des alten Bundes gesehen haben. Und ich werde da jetzt nicht spezifisch darauf eingehen, aber du wirst Geschichten finden, da war viel Herrlichkeit dabei, da haben sich Menschenleben verändert, da sind Menschen zum Glauben gekommen, Halleluja. Aber ein großer Teil von der Herrlichkeit, die du da gesehen hast, war die Herrlichkeit des alten Bundes, des Gesetzes. Und weil das mehr unserem typischen Denken, ganz speziell in Westeuropa, entspricht, war das für uns ziemlich normal. Aber Gott sagt, die Herrlichkeit des neuen Bundes ist viel größer und sie wird nicht abnehmen. Und das ist für uns eine Verheißung. Das ist auch unser Gebet für, wer wir glauben an Erweckung. Und wir glauben, dass die nächste Erweckung geprägt sein wird von einem so viel größeren Verständnis der Gnade Gottes, dass die Herrlichkeit nicht mehr abnehmen wird. Denn bis jetzt sind wir uns immer gewohnt, da kommt eine Erweckung und sie nimmt wieder ab. Und wir sind Gott dankbar für jede Erweckung, verstehe mich ja nicht falsch. Aber was passiert, wenn diese Herrlichkeit des neuen Bundes da so sichtbar ist, die nicht mehr abnimmt? Ich persönlich könnte mir sehr gut vorstellen, und ich sage es bewusst so, dass diese Erweckung kommt und während dieser Erweckung Jesus seine Kirche abholt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil ich glaube, dass sie nicht mehr abnehmen wird. Die Herrlichkeit, die darin ist, wird nicht mehr abnehmen, sondern wird zunehmen, zunehmen, zunehmen. Lass uns weiterlesen. Seid ihr noch dabei? Ja. Gut. Weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, und wenn dir das jetzt, was wir gelesen haben, keine Hoffnung macht, dann weiß ich auch nicht. Treten wir frei und unerschrocken auf. Du bist zur Kühnheit berufen. Du bist dazu berufen, zur Zeit und zur Unzeit Jesus Christus zu verkündigen. Und weißt du, wenn du Jesus verkündigst, verkündigst du seine Herrlichkeit und zeigst du seine Herrlichkeit. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen. Einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Weiter. Aber sie waren verhärtet und wie mit Blindheit geschlagen. Und bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des Alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Das Gesetz ist wie eine Decke. Wenn du im Römerbrief liest, ich glaube, das neue Kapitel 19, 11, und dann spricht er auch über Israel darin und sagt, sie haben einen Eifer. Aber sie versuchen es aus ihren eigenen Werken, mit ihrer eigenen Kraft zu tun. Und sie können es nicht sehen. Und ich kann dir sagen, das Gesetz kann blind machen oder das Gesetz macht blind. Gesetzlichkeit macht blind. Und ganz ehrlich, wir alle, ich eingeschlossen, dürfen uns darunter stellen und sagen, da gibt es immer wieder Momente in unserem Leben, in meinem Leben, dann komme ich in eine Gesetzlichkeit hinein. Aber weißt du, Gott ist uns am Verändern. Am Transformieren. Da geschieht etwas und mehr verstehen wir, was da ist. Wenn aus der Schrift des Alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Anschließt. Siehst du, in dem Moment, wo jemand sich zu Christus bekehrt, kommt etwas Neues in unser Leben hinein. Und wir, weißt du, auch viele Christen, die heute vielleicht noch sehr gesetzlich drauf sind, sie haben Gnade erkannt in dem Moment, dass sie Jesus angenommen haben. Du kannst Jesus nur annehmen, wenn du weißt, ich brauche einen Retter. Ich brauche einen, der für mich in die Kluft hineinsteht. Ich schaffe es selber nicht. Ich kann es nicht. Ich bin zu schwach. Ich bin zu schlecht. Und in dem Moment, wo du dich Jesus anschließt, kommt Gnade in dein Leben und du fängst an zu sehen. Und wir möchten jedem Christen helfen, dass er mehr sieht. Weil wir gemerkt haben, und darüber spricht auch Paulus unter anderem im Galaterbrief, dass so viele Christen, nachdem sie diese Freiheit entdeckt haben in Christus, nachdem sie verstanden haben, was Jesus da wirklich gemacht hat für uns ans Kreuz, wieder auf diese Lehrer und Leute hören, die wieder versuchen zu sagen, das ist schon gut, aber
du musst noch das, du musst noch das, du musst noch das. Nein. Und ich kann dir sagen, in diesem Kapitel steht so viel über Jüngerschaft. Ich habe angefangen, an einem Buch zu schreiben über Jüngerschaft. Weil ich finde, dass so viel Druck oft auf allem ist, was mit Jüngerschaft zu tun hat. Und es da hineingeht, ich muss, ich soll, ich muss mich bemühen, mehr Disziplin, weiß ich nicht was. Hier drin, in diesem Kapitel, und du wirst es nachher sehen, ist ein Geheimnis, das alles verändert. Wie Menschen zu treuen Nachfolgern werden, wie Menschen zu hingegebenen Nachfolgern von Jesus Christus werden, wie Menschen aus ihrem Herzen heraus wollen, nicht weil sie denken, sie müssen, damit Gott happy ist mit ihnen, sondern weil sie wollen, weil sie so eine Offenbarung haben, wie gut ihr Gott ist. Habe ich den schon gelesen? Ja. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Gott sei Dank gibt es natürlich auch Juden, die zum Glauben kommen. Aber vielleicht hast du selber schon Gespräche gehabt, auch mit Leuten, die ganz traditionell in Anführungszeichen christlich aufgewachsen sind, keine persönliche Offenbarung haben über Jesus Christus, da kann so viel Gesetz da sein und es kann Menschen daran hindern, die Wahrheit zu sehen. Das ist die Funktion vom Gesetz. Next. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Man könnte ja sagen, jedes Mal, wenn du auf Jesus schaust, kann die Decke nicht da bleiben. Next. So. Der Herr aber ist der Geist. Weißt du, Gott ist Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, ich liebe diesen Vers, da ist was? Freiheit. Amen. Er ist so gut. Weißt du, wenn du in diese Kirche kommst und du hast das Gefühl, dass hier keine Freiheit ist, kannst du zu mir kommen und es mir sagen. Entweder werde ich sagen, das stimmt überhaupt nicht. Das könnte natürlich sein, dass ich mich wehre. Aber sehr wahrscheinlich werde ich dich ernst nehmen und sagen, hey, dann müssen wir noch mehr wachsen in der Erkenntnis von Jesus Christus. Denn dieser Ort ist ein Ort der Freiheit. Wenn wir zusammenkommen, ist der Geist Gottes hier. Und wo der Geist Gottes ist und wo der Geist Gottes lebt, da ist Freiheit. Und Freiheit ist spürbar, ist erlebbar. Selbst wenn wir die Masken anhaben. Weißt du, das mag dich einschränken. Also mich tut es manchmal. So. Aber selbst dann sind wir in der Freiheit, weil Gottes Geist hier ist. Und jetzt kommt der Vers 18. Und den habt ihr schon viel gehört, das weiß ich, weil ich den einfach liebe. Und er ist für mich zu einem Vers geworden, zu etwas, was Gott sagt zur Gemeinde. Für mich ist darin das Geheimnis verborgen, wie Jüngerschaft ohne Druck geschieht. Wie Nachfolge von Jesus, Jesus ähnlicheres Leben geschieht ohne irgendeinen Druck. Und dann steht, wir alle aber, indem wir, also wenn du das machst, indem wir mit unverhülltem Angesicht, unser Angesicht ist nicht mehr vom Gesetz bedeckt und wenn es das ist, dann nimm die Decke weg. Indem wir mit unverhülltem Angesicht, wenn unser Angesicht nicht verhüllt ist, die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und ich bitte dich, geh nach Hause und lies diesen Vers nach, studiere ihn, meditiere darüber, denn was hier drin steht, kann dein Leben nochmal sowas von komplett verändern, in alle Tiefen hinein. Also indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, jetzt müsst ihr etwas wissen, das haben wir letztes Mal darüber gesprochen, wer ist der vollkommene Ausdruck der Herrlichkeit Gottes? Jesus Christus, Hebräer 1, Vers 3. Kolosser 2, Vers 9, glaube ich. So Jesus ist der vollkommene Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Könnte man sagen, nein, muss man sagen, ganz wichtig, wenn du Jesus anschaust, siehst du die Herrlichkeit Gottes. Und er sagt hier, wie in einem Spiegel. Kannst du mal dieses Bild einblenden vom Kätzchen? Und dann muss ich dich einfach fragen, was siehst du im Spiegel?
Was siehst du in diesem Spiegel? Und siehst du, etwas ist ganz für mich, das ist eine Beobachtung über die Jahre wichtig geworden. Was du da drin siehst, reflektiert auf dich. Was ist dein Bild von Gott? Siehst du, wenn du im Spiegel nur dich siehst, naja, dann kannst du mal einen Pickel ausdrücken, kannst dich anständig schminken und so weiter, kannst darüber denken, ob du jetzt sehr hübsch bist oder nicht, dir Gedanken machen. Aber wenn du das anschaust, du schaust in einen Spiegel hinein, wenn du, es ist wie wenn du in einen Spiegel guckst, wenn du die Herrlichkeit Gottes betrachtest. Und deswegen ist so wichtig, was siehst du in dem Spiegel? Wie ist dein Jesus? Wie ist dein Gott? Siehst du, wenn du da drin immer noch siehst, bei Gott weiß man nie, woran man ist, fängt sich dieses Bild im Spiegel an zu verzerren. Oder auch in seinem Wort sagt, er will, dass wir seinen Willen kennen. Wenn du darin einen zornigen Gott siehst, der nur darauf wartet, dass er dir eins auf die Finger schlagen kann, wenn du wieder einen Fehler gemacht hast, verändert das, das was du siehst und was auf dich reflektiert. Wenn du aber in diesem Bild den König der Könige siehst, wenn du in diesem Bild den Jesus Christus siehst, der für dich am Kreuz gestorben ist, der mit seinem Blut, mit seinem heiligen Blut bezahlt hat, der mit seiner vollkommenen Gerechtigkeit an dieses Kreuz, er war der einzige Mensch, der den Tod nicht verdient hätte. Und er geht an dieses Kreuz, völlig gerecht, null Fehler an ihm, damit du leben kannst. Und wenn du anfängst, das zu sehen, und wenn du anfängst, den König zu sehen, der dir komplette Gerechtigkeit geschenkt hat, wenn du anfängst, den König zu sehen, der dich nicht zu irgendwas gemacht hat, sondern zu einem geliebten Sohn, zu einer geliebten Tochter Gottes, zu einem Erben, wie er an anderer Stelle sagt, fängt es an, auf dich zu reflektieren. Und dann siehst du Jesus, wie er lebte, was er tat. Du siehst seine Herrlichkeit in seinen Werken, du siehst seine Herrlichkeit, wie er war, in seinem Charakter. Und etwas geschieht mit dir, was so viele Christen und christliche Leiter nicht verstanden haben. Und glaub mir, ich bin jahrelang darin selber gewesen. In deinem Leben ist Sünde, wir müssen sprechen darüber. Da habe ich angefangen, Menschen zu korrigieren und Menschen zu sagen, was sie alles falsch machen. Weißt du, versteh mich nicht falsch. Wenn ich jemanden sehe, der gegen eine Wand läuft, natürlich werde ich es ihm sagen und sagen, hey, bist du dir bewusst, du rennst gerade gegen eine Wand, du machst dein Leben kaputt, du machst deine Familie kaputt. Natürlich werde ich es ihm sagen. Aber ich sehe heute meine Aufgabe nicht mehr, in diesem Sinn jünger zu machen, indem ich sie kontrolliere und den Menschen sage, was sie zu tun haben. Ich sehe hier drin, kannst du noch mal in Vers 18 gehen, meine Aufgabe, dir Jesus zu zeigen. So gut, wie wenn wir hier predigen, ist unsere Hauptaufgabe, also ist gute Nahrung zu geben, ja, für deinen Geist. Und unsere Aufgabe, dir Jesus zu zeigen. Denn wenn du mich siehst, hilft dir das nicht. Wenn ich da im Spiegel bin, dann gibt es Monster und Krüppel. Ja? Obwohl, na, Gott sieht mich vollkommen in Christus. Aber du vielleicht nicht. Und ich mich auch nicht. Aber wenn in diesem Bild ich dir immer ein größeres Bild malen kann von der Güte, von der Herrlichkeit von Jesus Christus. Denn wie schauen wir, wie sehen wir, werden wir gleich noch darauf eingehen. Wenn das passiert, wird etwas mit dir geschehen. Und das steht in diesem Vers. Er sagt, wenn du diese Herrlichkeit von Gott betrachtest, weißt, das ist nicht schnell dein morgendliches schnell in den Spiegel gucken, ob die Frisur sitzt. Das ist ein kontinuierliches Betrachten. Das kontinuierlich. Und wenn du das machst, passiert etwas mit dir. Und zwar wirst du verwandelt in dasselbe Bild. Also wenn du Christus siehst, wirst du in welches Bild verwandelt? Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und das ist auch ganz wichtig, das Letzte. Während du Jesus betrachtest, während du die Herrlichkeit Gottes betrachtest, reflektiert es wie in einem Spiegel auf dich und zwar auf dein Inneres. Gott ist dein Herz wichtig, Gott ist dein Inneres wichtig.
und du wirst von innen nach außen umgestaltet in sein Bild. Und zwar nicht, weil du super diszipliniert bist. Ich habe nichts gegen Disziplin, eine gute Sache. Aber nicht deswegen passiert das, sondern es passiert, weil du Christus betrachtest, weil du die Herrlichkeit Gottes betrachtest. Geschieht, du willst, dass dein Charakter sich verändert? Schau Jesus an. Du willst, dass dein Wesen sich verändert? Schau Jesus an. Das Einfachste, das Beste, das Schönste, was du tun kannst, ist, ihn zu betrachten. Und er sagt, ja, wie soll ich das denn machen? Ich kenne den ja gar nicht so gut. Wie kannst du Jesus betrachten? Ich gebe dir nur ein paar kleine Dinge. Erstens das Emmaus-Prinzip. Muss ich dieser Kirche nicht erklären, oder kennt ihr alle? Wie hat es Jesus gemacht? Wie hat es Jesus gemacht, als er mit diesen enttäuschten, frustrierten Jüngern sie begleitet hat auf dem Weg, nachdem er gestorben ist, auf dem Weg nach Emmaus von Jerusalem? Ich denke, warum haben sie seine Herrlichkeit nicht gesehen? Der kommt mit seinem auferstandenen Körper, mit seinem neuen, vollkommenen Körper, kommt er und gesellt sich zu ihnen, sie sehen es nicht. Sie sagen, was bist denn du für einer? Hast gar nicht mitbekommen, was passiert ist in Jerusalem. Das ist ganz schlimm. Unsere Hoffnung ist gestorben, alles ist weg. Und was macht Jesus? Er hätte sagen können, hey, Jungs, Mädels, oder junge Mädel, ich weiß auch nicht, vermutlich war es ein Ehepaar. Kommt runter, ich bin hier. Und er sagt, Jesus, so cool. Hat er nicht gemacht. Was hat er gemacht? Er hat ihnen sich selbst, er hat ihnen Jesus gezeigt aus dem Wort Gottes. Und zwar nicht aus dem Neuen Testament, denn das gab es damals noch gar nicht. Es war noch nicht geschrieben. Er hat ihnen Jesus gezeigt im Alten Testament. Und was ist passiert? Transformation. Die Frustrierten, Depressiven vermutlich, Enttäuschten, die nach Hause gingen und sich ihr ganzes Leben neu überdenken mussten. Wir haben auf ihn gehofft, jetzt ist er weg. Sind in so eine Begeisterung gekommen. Er brannte nicht unser Herz. Sie haben Jesus im Wort gesehen und ihr Herz fing an zu brennen. Und was geschah? Sie haben gesagt, wir müssen das den anderen berichten und sind den gleichen langen Weg zurückgegangen. Am gleichen Abend sind zu den Jüngern gegangen und haben gesagt, er lebt! Wir haben ihn gesehen! Aber weißt du, er hat ihnen sich selbst im Wort Gottes gezeigt. Und ich kann dir das einfach versichern, wenn du dir diese Zeit nimmst, dann ist das eines der schönsten und besten Dinge, die du tun kannst, Jesus in seinem Wort zu betrachten. Du kannst die vier Evangelien durchlesen, aber du kannst im ersten Mose anfangen. Braucht manchmal ein bisschen mehr Studium. Du wirst so viel von Christus entdecken im Wort Gottes. Und währenddem du ihn dort siehst, siehst du seine Herrlichkeit. Und währenddem du das tust, geschieht, kannst du das Bild nochmal einblenden. Das Foto, geschieht das. Du schaust den König der Könige an. Du schaust den auferstandenen Herrn an. Du schaust den Friedefürsten an. Du schaust seine Herrlichkeit an. Und es reflektiert auf dich. Und du wirst dich nach kurzer Zeit nicht mehr kennen. Und Menschen werden zu dir kommen. Und das ist, glaube ich, auch das Filmprojekt, ne? Was sie da machen mit dieser jungen Frau, hat damit zu tun. Sie hat sich so verändert und das kann sich ihre Kollegin wie nicht erklären. Oft werden es andere Menschen sein, die auf dich zukommen und sagen, was ist denn mit dir passiert? Ich kenne dich ja gar nicht mehr. Wir haben eine Ehefrau hier drin gehabt, die hat sich für Jesus entschieden in einem Alpha-Kurs bei uns. Das ist, glaube ich, über 10 Jahre her. Und ihr Mann hatte richtig, richtig Mühe mit ihrem Glauben. Aber er hat zu mir mehr als einmal gesagt, er hat gesagt, wie die sich krass verändert hat, das gibt's gar nicht. Er konnte es nicht handeln, weil sie sich so krass verändert hat. Weißt du warum? Sie hat Jesus gesehen. Er hat gesagt, die sitzt jeden Abend, früher haben wir ferngeguckt, die sitzt jeden Abend mit ihrem Notizbuch, liest die Bibel und macht sich Notizen ohne Ende. Die war so begeistert von Jesus, und das hat ihm so Mühe gemacht. Er konnte nicht mehr, sein Leben wurde durcheinander gebracht. Plötzlich ist seine Frau so begeistert, aber er hat diesen Glanz auf ihrem Gesicht gesehen. Er hat gesehen, die hat etwas, das ist nicht einfach, das ist nicht eine religiöse Phase, die sie hat. Da ist etwas geschehen mit dir. Und das geschieht mit uns allen. Und wenn du möchtest, dass sich dein Leben verändert, dann ist das eines der besten Dinge, die du tun kannst. Betrachte Jesus, betrachte ihn in seinem Wort.
Betrachte ihn, währenddem du einfach mit ihm Gemeinschaft hast und eben die Gemeinschaft genießt, anstatt es als eine Pflichtübung zu sehen. Und nimm Dank und sagst, ich bin so froh, du bist so gut. Wenn du das aussprichst, weißt du, du siehst ihn, denn er ist gut. Oh, ich danke dir für deinen Frieden, ich danke dir für deine, oh, ich danke dir für all diese Verheißungen, auf die du das Ja bist. Und du siehst Jesus. Und ich danke dir, dass du für mich gestorben bist am Kreuz und du fängst dieses Bild an in deinem Inneren, in deinen Gedanken siehst du Jesus am Kreuz hängen, beladen mit all deiner Schuld. Und etwas geschieht mit dir. Du siehst seine Herrlichkeit und du wirst umgestaltet in sein Bild und zwar nicht aus deiner Kraft. Denn du guckst nur, sondern durch den Geist steht da geschrieben. Ist das nicht gut? Gott nimmt diesen ganzen Druck weg, dass du dein Leben verändern musst. Jetzt bist du Christ, weißt du, so bin ich aufgewachsen. Jetzt, wo du Christ bist, Haare ab, keine Rockmusik vom Teufel mehr, kein Alkohol, kein Rauchen, das ist alles Sünde. Ne? Und ich habe das miterlebt und ich habe selber zu denen gehört, die es gemacht haben. Ich war dabei, wie sie alle Schallplatten auf die Bühne geschmissen haben. Halleluja! 2 Wochen später haben sie angefangen, die gleichen wieder zu kaufen. Weißt du, die Herrlichkeit des alten Bundes, sie vergeht. Aber die des neuen vergeht nicht. Und ich kann es dir aus meinem Leben persönlich bestätigen, weil ich weiß, ich bin erst 50 und das ist sehr, sehr jung. Und ich will ein Amen hören, ja? Ja? Aber ich durfte doch schon einiges erleben und ich bin Gott so dankbar. Weißt du, das Verstehen von Gnade hat alles verändert in meinem Leben. Meine Frau hat fast einen neuen Mann gekriegt und das war dringend nötig. Das Amen war jetzt sehr leise, aber... Wenn du eine gute Predigt hörst, geschieht das. Dann schaust du Jesus an. Siehst du, auch für die, die sagen, ich bin viel im Auto und ich kann nicht die ganze Zeit lesen, dann hör dir gute Predigten an, kauf dir eine Hörbibel, was immer. Aber lass es zu, dass du die Herrlichkeit, seine Herrlichkeit betrachten kannst. Oder in guter Gemeinschaft geschieht das auch. Hey, wie lange gehe ich schon in die Life Group? Ich weiß, ich kann den miesesten Tag haben und frustrierende Dinge erlebt haben. Ich weiß, heute Abend ist Life Group, ich werde happy da wieder rausgehen. Weil ich weiß, in der Gemeinschaft, in einer ermutigenden Gemeinschaft, ja, weil wenn in unseren Live-Groups das Gesetz da ist, wo wir einander das Gesetz um die Ohren schlagen, dann musst du nicht erwarten, dass du ermutigt nach Hause gehst. Aber wenn wir einander, miteinander die Liebe und die Gnade Gottes teilen, dann geschieht etwas. Wir sehen Christus, weil wir das miteinander machen, wir sehen Christus ineinander. Denn weißt du, wenn dich jemand ermutigt, spricht Christus aus ihm. Wenn jemand dir Gottes Wort zuspricht, spricht Christus aus ihm. Eigentlich ist es einfach. Und mein Gebet ist, dass Gott das Bild, das wir von ihm haben, korrigiert. In jedem Detail. Dass das Bild, das wir sehen, wenn wir da hineingucken, so ist, wie er wirklich ist. Und ich kann dir sagen, ich kann mit meinen Worten, ich kann die Herrlichkeit Gottes nie in ihrer Fülle beschreiben. Kann ich nicht. Dafür ist Gott viel zu groß, viel zu mächtig, viel zu herrlich. Kannst nur im Ansatz versuchen. Aber ich weiß, wenn das geschieht, geschieht Umgestaltung. Und Menschen werden zu Nachfolgern von Jesus. Menschen leben ein anderes Leben. Und sie machen es nicht aus ihrer eigenen Kraft und Enden. Weißt du, ich habe das alles erlebt. In unserem alten Hauskreis, da war einer, der hat sich so verändert, frei von Drogen, frei vom Rauchen. Von allem wurde der befreit. So! Und dann ist uns aufgefallen, im Hauskreis, da war so viel Gesetzlichkeit, in dem wir mit uns umgegangen ist. Und weißt du, wenige Jahre nachher, komplett zurück im Alten. Denn aus eigener Kraft wirst du es nie schaffen, so zu leben, wie Gott es will. Aber wenn du dich umgestalten lässt, und das währenddem du Jesus betrachtest, dann wird es, weißt du, so ein wunderbares Wort, nachhaltig. Die Herrlichkeit des neuen Bundes ist nachhaltig. Für alle Grünen unter euch oder meine. Nachhaltig. Ich hätte sagen sollen, für alle Gründenkenden, Entschuldigung. Ich bin nicht hier, um Urteile zu fällen. Deswegen ist so wichtig, was du siehst. Das ist so wichtig. Okay. Lass uns noch weiterlesen. Es kommt nämlich das Kapitel 4. Das heißt, so sieht, und das ist nur, um nachzudoppeln bei euch. So sieht also der Dienst aus, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat.
Das gilt auch für uns. Und deshalb lassen wir uns nicht entmutigen. Wir haben diesen Dienst gekriegt, Jesus zu zeigen, die Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Weiter. Wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, da betont Paulus, wir setzen nicht auf uns selbst, auf unsere Künste, mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssen. Wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt, die Wahrheit des Dienstes, des Geistes, des Evangeliums der Gnade, des Dienstes der Gerechtigkeit. Und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen. Dann, wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen. Die können es noch nicht sehen. Weiter. Weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Siehst du, wenn du die Wahrheit nicht glaubst über Jesus, bleibt sie verborgen. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist. Hier betont er es nochmal so, dass du siehst, Jesus ist der vollkommene Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Und seine Botschaft, das Evangelium, ist das Evangelium der Herrlichkeit Gottes. Weiter. Bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Amen. Und jetzt noch der letzte Vers. Denn derselbe Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, 1. Mose 1. Der hat es auch in unseren Herzen Licht oder hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Ich liebe es. Und wir haben es uns so schwer gemacht. Und wir haben uns bemüht, Gott zu gefallen, diszipliniert zu sein. Und Gott sagt, weißt du auch, im Galater 5, wo er über die Frucht des Geistes spricht, das Frucht. Wenn du mehr geduldig sein möchtest, es ist eine Frucht. Ja, und du kannst es miteinander verbinden, diese zwei Verse, dass es geschieht durch den Geist. Es ist der Geist, der die Frucht in dir produziert. Du willst mehr Geduld, du kannst es mit Disziplin versuchen, du wirst an dir selber scheitern, weil du es aus eigener Kraft machst. Oder du betrachtest Jesus und lässt es zu, dass die Frucht des Geistes in dir wächst. Denn Frucht ist etwas Wachsendes. Amen. So, was geschieht? Was ist der Effekt vom Betrachten der Herrlichkeit Gottes? Lebensveränderung, Transformation, Charakterveränderung. Bei Menschen, wo man gedacht hat, das wird sich nie mehr ändern, verändert sich der Charakter, verändert sich das ganze Wesen. Und ich habe diesen Bullet Point aufgeschrieben, echte Veränderung geschieht durch anhaltendes Betrachten der Herrlichkeit Gottes. Echte Veränderung geschieht durch anhaltendes Betrachten der Herrlichkeit Gottes. So gut. Hey, Ben, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Weißt du, wenn wir zurück in den Vers 18 gehen, da steht, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Oder in einer englischen Übersetzung steht, with ever increasing glory, mit immer größer werdender Herrlichkeit. Dazu wurdest du bestimmt. Dass du verändert wirst in das vollkommene Bild von Jesus Christus hinein. Dass wenn Menschen dich sehen hier, sehen sie nicht mehr den Michi, den Ben, die Lena, die Gina. Sie sehen Christus. Sie sehen Jesus. Das ist das, was geschieht. Weißt du, dass du dein Leben, als du dich für Jesus entschieden hast, abgegeben hast?
Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, ich gehöre zu ihm und er gehört mir. Wow! Und es ist Gott, der Geist Gottes, der uns verändert und nichts anderes. Und wie schwer das manchmal für uns zu verstehen ist, es macht für uns überhaupt keinen Sinn, uns nach dem alten Bund zu bewegen, im Gesetzesbund. Ich weiß, manchmal wäre es viel einfacher, weil du da genau weißt, woran du bist. Aber die Herrlichkeit des alten Bundes ist so viel kleiner, wie wenn sie nichts wäre im Vergleich zu der Herrlichkeit des neuen Bundes. Und deswegen weiß ich, dass das, was Mose gesehen hat, nicht mehr ist als das, was wir gesehen haben. Vielleicht ist dir einfach noch nicht bewusst. Und das ist etwas, was geschehen soll durch diese Serie hindurch. Dass wir verstehen, dass wir die Gottesherrlichkeit, verstehen ist das falsche Wort, weil das können wir nicht, aber anfangen zu, einen Geschmack davon zu kriegen. Und anfangen zu verstehen, wie viel die Herrlichkeit Gottes mit uns zu tun hat. Sie verändert unser Leben, wenn wir sie lassen. Und uns die Zeit nehmen, sie zu betrachten. Der neue Bund ist der Bund der Gnade. Er ist der Bund des Geistes. Er ist der Bund der Gerechtigkeit. Und dieser Bund ist voll von der nie mehr nachlassenden Herrlichkeit Gottes. Wir haben es vorher gesungen. As my eyes behold your glory. Ich liebe dieses Lied. Es ist von der New Creation Church. Während meine Augen deine Herrlichkeit betrachten, everything changes, verändert sich alles. Lass uns das tun. Ich möchte noch beten. Vater, ich bitte dich, dass du uns deine Herrlichkeit zeigst. Dass du uns die volle Herrlichkeit von deinem Sohn Jesus Christus zeigst. Vater, ich wünsche mir, dass in dieser Gemeinde die besten Jünger sind, weil wir gelernt haben, wie Jüngerschaft wirklich funktioniert. Nämlich, dass wir uns die Zeit nehmen, deine Herrlichkeit zu betrachten. Vater, ich bitte dich, dass du dort, wo das Bild, das wir haben von dir und von deinem Sohn, wo das Korrektur benötigt, dass du es korrigierst. Vater, und ich bitte dich, dass du uns die Gnade schenkst, uns als Gemeinden, als Individuen, dass dieses Bild von dir immer größer wird. Und wir mehr und mehr jeden Tag erkennen dürfen, wer du bist und wie du bist. Und ich danke dir, dass während wir das tun und während wir dich betrachten, deine Herrlichkeit betrachten, dass unsere Leben komplett verändert werden in das Bild von Jesus hinein. Und Vater, ich nehme das einfach in Anspruch über uns, über jeden, der heute hier ist, über allen, die online dabei sind. Danke, dass das geschieht. Und danke, dass ich morgen nicht mehr der gleiche sein werde wie heute. Und dass ich in 2 Monaten nicht mehr die gleiche Person sein werde wie heute, weil ich kontinuierlich deine Herrlichkeit betrachte und du dein Werk der Transformation in mir, in uns vollbringst. Vater, wir preisen dich und ich danke dir, dass du es uns so einfach gemacht hast. Ich danke dir, dass du so extrem gut bist. Und Vater, ich wünsche mir, dass diese Kirche eine Kirche ist, wo die Güte Gottes noch so viel sichtbarer wird. Deine Herrlichkeit, Herr. Amen. Unvorstellbares war. Wer ist dein Gott?
bedeutet Wirrung. Wer hat einen Weg, wenn keine Hoffnung besteht? Keiner ist größer, keiner ist stärker, keiner ist höher und treuer als du. Nichts kommt dir gleich, du bleibst unerreicht. Keiner ist größer als du. Gottesdienstes angekommen. Ich wiederhole nochmals. Am Mittwoch Abend Grace Talks 20 Uhr. Hol dir dein Ticket ab heute Nachmittag. Ist es online auf unserer Website, auf Facebook, auf Instagram, auf allen Kanälen und stell deine Fragen. Wenn du das erste Mal heute hier vor Ort bist, online ist es leider noch nicht möglich, dann geh an unseren Infodesk hier beim Eingang und hol dir ein Welcome-Package ab. Wenn du hier bist und noch nie dein Leben bewusst Jesus übergeben hast, dann kann ich es dir nur empfehlen. Mach es, es ist das Beste, was es gibt. Und es ist so einfach, du hast es heute gehört, Gott hat es uns so einfach gemacht. Die, die es kompliziert machen, sind meistens wir Menschen. Und wenn du dein Leben Jesus übergeben möchtest, kannst du ihm einfach sagen, hey Jesus, ich kenne dich noch nicht, ich will dich kennenlernen, komm in mein Leben, ich brauche dich. Und weißt du was? Er kommt in dem Moment, in dem du das aussprichst. Es ist so einfach. Wenn du dabei Hilfe benötigst oder eine Bibel möchtest oder was auch immer, komm auf uns zu. Wenn du krank bist, wenn du Gottes Herrlichkeit mehr erleben möchtest und du möchtest, dass jemand für dich betet, unser Ministry-Team ist für dich da. Die sind da hinten bei der Fensterfront, hinter dem Vorhang, so ein bisschen abgetrennt. Du kannst einfach in die Schlange stehen und sie nehmen sich gerne Zeit, für dich zu beten. Ja, wie auch immer, wie nahe oder wie weit weg, das kannst du selber entscheiden. Aber sie sind da für dich. Nimm das in Anspruch, es ist so wichtig. Hey, ein schönes Sonntag. Und lass uns noch mal in den Song, lass uns, gebt mal ein bisschen Gas. Ja? Lass uns noch mal in diesen Song hineingehen. Er ist größer. Und ich vertraue dir, selbst in der tiefsten Nacht, halte ich mich fest an dir. Ja, ich vertraue dir, selbst in der tiefsten Nacht, halte ich mich fest, ich halte mich fest.